Surrealismus ist eine Kunstbewegung, die in Paris in den 20er Jahren in Gang gesetzt wurde durch eine Gruppe von jungen Intellektuellen, vielleicht auch, man kann sie auch ein bisschen Revoluzer nennen. Und sie wollten die Kunst so auch verändern, dass sie nicht nur über das Denken und über die Vernunft funktioniert, sondern eben auch Automatismen in Gang setzt, dass sie auch das Unterbewusstsein gelten lässt als Produktionsort von Wahrheiten, dass es eben nicht darum geht, die Welt nur so abzubilden, wie wir sie sehen, sondern eben wie sie auch sein kann, sehr persönlich, subjektiv, dass sie auch Kehrseiten hat, Traumseiten, Nachtseiten. In der Ausstellung Surrealismus Schweiz sieht man vor allem sehr viel. Das ist bewusst eine Ausstellung, die an der Grenze zur Überforderung gemacht ist. Werke von über 60 Künstlerinnen und Künstlern, die im weitesten Sinn dem Surrealismus in der Schweiz zuzurechnen sind, hier versammelt. Interessant ist, dass der Surrealismus in der Schweiz weniger eine doktrinäre Bewegung war mit Manifesten und mit so quasi schon fast Vorschriften, was hier künstlerisch gemacht wird, sondern die Surrealisten, das war eine Gruppe von Individualisten, die sehr unterschiedlich tätig waren. Das ist ein großer Unterschied zur Bewegung in Paris, die auch stark von den Literaten geprägt war. Ja, die Surrealisten hatten einen Hang generell zum Makabern, zu den Kehrseiten, auch zu den Innenseiten. Es ist interessant, dass viele surrealistische Künstler haben Anatomiekurse oder sogar Sezierkurse besucht. Also das Innenleben, das durchaus auch mal blutig sein kann, das hat sie interessiert. Und es ist erstaunlich, dass gerade bei den Schweizer Surrealisten solche Themen sehr gehäuft vorkommen. Das sind geschundene Körper oder Tierkadaver zu sehen. Und das sind natürlich Metaphern, das sind Bilder für eine Befindlichkeit einer schwierigen Zeit, der Versuch, irgendwie diesem Auseinanderfallen der Welt etwas entgegenzusetzen als Künstler. Die Skulptur im Hintergrund, das ist eine Installation des zeitgenössischen Schweizer Künstlers Ugo Rondinone. Es ist ein Wolkentagebuch, wie er das selbst nennt. Das sind eigentlich eingefrorene Momente von Wolkenkonstellationen. Die Wolken vollziehen am Himmel ja eigentlich eine Écriture-Automatique, eine ständige neue Schreibart von Konstellationen, von Figuren und Bewegungen. Und Ugo Rondinone setzt sich aus heutiger Sicht mit diesem Naturphänomen auseinander.